Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erling Grad im LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Na, wie geht's? Hallo. So, ich habe schon ein bisschen weiter gearbeitet. Der Vorwärts rückwärts scheint auf ja. Erstes Thema. Wir sind wieder, beziehungsweise ich bin wieder zum wieder zu unserem Acker hergefahren. Habe euch den Weg erspart und bin auch schon ein paar Bahnen gefahren. Der Lindner ist fleißig am Arbeiten, der Helfer bzw. der Drescherfahrer auch. Der Philipp auch fleißig am Abfahren. Und ihr seht es wahrscheinlich schon rechts unten. Wenn noch nicht, dann spätestens jetzt. Wir haben wieder die Vorwärtsdrehung geschaltet. Ich kann jetzt Bremse reinhauen. Handbremse ist drin. Er glückt wieder. Ich weiß nicht, es hat sich irgendwie verbuggt, keine Ahnung. Und wenn ihr das gleiche Problem habt, kann ich euch das mal kurz zeigen, wie ihr das löst. Und zwar gehen wir die Einstellungen. Ganz runter gehen, dann gibt es hier einmal EV, das ist Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. Und dann gibt es hier einmal EV, XML-Konfiguration neu laden. Habe ich versucht, ist es nicht, aber es ist hart zurücksetzen. Also mit Numpad, diesem Streckstrich. Dann funktioniert das Ganze wieder. Fragen mich nicht weshalb, aber es funktioniert dann wieder. Ja, die Hauptsache ist, es funktioniert wieder, ne? Dann machen wir ein bisschen Radio an, cooler Popradio, FM. Ich habe den Sound auch ein bisschen leiser von den Traktoren gemacht. Dass man mich und Philipp vielleicht ein bisschen besser versteht. Meines Erachtens war das teilweise ein bisschen zu laut. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es euch zu laut bzw. jetzt zu leise ist. Ich werde es jetzt vorab erstmal so lassen. Und dann gucken, wie es ankommt. Ne? So. Ja, passt. Der Drescher hat auch nicht mehr allzu viel, also wir haben ihn schon gutes Stück runtergeruppt und ich bin voll. Wir haben immer, wir wollten noch was mit draufnehmen, ne? Das haben wir wieder mal vergessen. Weißt du was? Ich meine. Warte, lass mich nachdenken. Es ist. Ne, ich weiß nicht. Unterm F1 Menü. Ach, Dingens. Genau. Ja. Oh Mann. Aber ich würde den Drescher sogar kaufen. Der geht gut. Der Drescher ist gut. Man muss zwar ab und zu abtanken fahren, aber das ist auch nicht so schlimm. Ab und zu? Ich kann da voll seit dabei bleiben. Ja. Also ist jetzt einer von uns auf jeden Fall damit abfahren ausgelascht, wenn das passt. So, bin ich fleißig am Diesel. Ich habe das Frontgewicht abgekugelt, dass er mal ein bisschen überdimensional ausgeschaut hat. Ja. Oder das Ganze auch nee, sorry Leute. Oh, zu hoch, Kollegas. Ich muss sie gerade aufschalten. Oh Gott. Deswegen, Leute, immer auf die Straße gucken. Ja, und der Hoppala habe ich immer noch nicht ausgeglichen. Schön, nie. Oh, Florian. Das geht auch nicht. Es gibt hier so ein SK5 Pi 5 Pan 5. Was für den? Ja. Wo? Für den Drescher, was wir haben. Achso. So ein Verlängerungsding ins Rohr, ne? Das ist da Verlängerung fürs Rohr. Okay, denke ich mal. Was mit Erntemaschinen können die Oh. Das ist eine Erntemaschine. Also es liegt auf einer Palette. Wir haben irgendeinen. Oder? Nein, das ist irgendwas für Stroh. Oder das. Es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall was, wo hier offen ist. Es sieht aus wie beim Häcksler. Hier haut es raus und dann da rein. Aber. Wow. Es ist auf jeden Fall nicht teuer, es kostet 50 Euro und 2 Euro in der Miete, ja gut. Mit der Erntemaschine könnte die angegebene Frucht dann geerntet werden. Das ist eine 1A-Beschreibung, die mir sehr weiterhilft. Aber warte mal. Ich glaube, ich bin auch schon wieder leer. Hier sieht es nicht danach aus. Moment einmal, kann ich vielleicht sehen, dass der für den Häcksler gehört? Ja, für den Anbauhäcksler, ne? Für dieses Häcksler Run 5. Ja. App Hand 5, Pan weil da 5, steht Hand 5 dabei. Staub. Frage. Ich habe bis heute nicht mal gecheckt, für was diese verschiedenen Aufsätze da hinten dran sind, ne?
Muss ich echt mal so sagen. Also entweder soll es nur dem Realismus dienen, also sprich, dass es in echt diese Auswahlmöglichkeiten auch gibt, die da auch einfach auch verbaut wurden. Aber ja. Alter. Also das kennt man schon, dass der nur 3000 Liter Füllvermögen hat, weil, ja, da kommen schon teilweise die Nachrichten, ne? Ist ja schon wieder fast voll. Oh, nee. Und ich glaube, du bist auch bald voll. Ja. Ich hätte es gesagt. Oh, ich freue mich schon, wenn wir endlich Geld kriegen, wenn der Zug abfährt. Da freue ich mich schon. Ey, ganz ehrlich, ohne Scheiß, nach dem danach mag ich das ausprobieren, ne? Hm? Das mit dem Häckselanbau-Rohr? Nee, nicht mit dem Häckselanbau-Rohr. Mit was denn? Mit dem Zug fahren. Ach so. Ja, kann ich da mitfahren? Ey, glaub der Häcksel lässt vorne was stehen, ne? Das geht aber gar nicht. Oh nein. Ich glaube, ich kann da nicht mitfahren dann mit dem Zug. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus. Aber ich glaube. Ah, hier habe ich auch gehört. Bremsen. Rückwärtsschalten. Ah, oh, wer kennt's nicht? Das gute altbekannte Geräusch. Er hat es denn nicht vermisst? Warte mal. Da vorne war ich. Ja, genau. Ich müsste dann mal den Lindner ausschalten. Weil wenn wir dann weg sind, dann wird's kritisch. Ja, gut. Ich lasse den nochmal wenden. Hab ich gesagt, dass er schnell ist? Ja, gibt's Vollgas, ne? Ich muss sagen, der Steier hier zieht den Ladewagen mit 80 PS easy, ohne Probleme. Ist auch klein und wendig. Also 1A-Teil. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann er öffentlich zum Download kommen wird. Aber wenn es soweit ist, gebe ich euch natürlich Bescheid. So. Zug, bitte komm jetzt nie, weil wir hier drehen. Danke. Das war schon cool, wo mein Ding richtig gefahren ist. Ja, gut. Ja. Das war aber das einzigste coole von dem VCA. Mhm. Oder findest du nicht? Ja, das VCA ist halt, es hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Wenn man von Anfang an, also wenn sie jetzt die Vorwärts- und Rückwärtsschaltung, die wir momentan hier verwenden, Advanced Vehicle, soweit ich weiß, heißt der richtig, wenn es die damals nicht gegeben hätte und direkt VCA, was auch besonders, VCA gegeben hätte, ich glaube, dann wird sich. Wäre sich jeder von automatisch so daran gewöhnt. Aber natürlich würde es viele geben, die was sagen, nee, ich verwende das bloß zum dies und das machen. Gutes Beispiel. Ja. Es ist ein Beispiel. Aber bin ich voll? Keine Ahnung. 3000 Liter gehen rein, merkt ihr dort. Dann ist das Ding voll. Nein, ich meine, so, Dinge voll. Ich habe die zwei Helfer jetzt rausgemacht. Ach, da. Hör ich da was? Ah, jetzt hat. Guck mal. Los geht's. Ein Außenbereich. Ich habe jetzt auch nicht gecheckt, wieso hier klar ist und da nicht. Aber gut. Helge ist irgendwie alle ein bisschen klein einfach. Oh, das ist. Das ist zu laut auf 60. Ich hab's bis dort auf 60? 70. Ich hatte vorher gleich auf 90. Vielleicht geht's. Irgendwie sowas. Ich bin auch gleich voll, ne? Oder zieht er davon? Da zieht er weg. Ah, gut. Da zieht er weg davon, ne?
Ich muss tatsächlich sagen, bei uns hat es heute das erste Mal Minusgrade, ne? Ja. Also jetzt, warte mal, jetzt muss ich rechnen, wann kommt die Folge online? Warte, wir haben heute an Aufnahme Samstagabend. Heute ist die 4 gekommen. Wann kommt die 5? Ah. Aufnahme sind wir denn überhaupt? Am Donnerstag müsste sie normalerweise online kommen. Und ich glaube, da sagt er bei uns schon wieder 15 also gut, Grad. Ich lade ab. Boah, der Hänger hat aber voll die coole Mechanismus. Du musst einfach bloß abladen. Dann geht der auf automatisch. Also weil er die so ein Ziehmechanismus für die Klappe hat, oder? Ja. Ja, doch so angenehm. Bei uns im 800 Mum oder die Seitenwände noch aussteigen und bei anderen da klappen. So. Und wie kann man auf den Zug wechseln? Normalerweise mit Tab. Außer er ist momentan nicht da, das kann natürlich sein. Was ich stark vermute. Das heißt, wir müssen halt auch dieses abpassen, ne? Dass man den Zug dann rechtzeitig erwischen bzw. abbremsen. Du müsstest dann mal kurz nachschauen, auf Zug wechseln. Er ist normalerweise an. Ich bin eh gleich am Abladen, da gucke ich gleich nach, aber normalerweise ist es an. Da holt es den. Warte, Einstellungen. Nee. Wo ist denn das nochmal? Hier? Das war irgendwo hier mal, oder nicht? Genau, ja. Radio, oder nee. Geschwindigkeit, nein. Muss doch hier gewesen sein. Bin ich blind? Wo ist denn das? Nee, Verkehr. Das sind die Lautstärke-Zeugs. Radio. Das müsste auf dem Traktor sein, oder? Keine Ahnung. Ja, auf dem Traktor mit dem Zahnrad. Ich bin da gerade. Zeitgelungen, Schwierigkeitsgrad, Verkehr, Schmutz. Warte mal, Spritverbrauch. Aha, dünner, Gülle, Mie, nicht ausverlassen. Sterben, Verlustsachte, Blühnonnen, Kaltnudeln. Nö, ist nicht vorhanden. Ich sehe ihn da vorne, da kommt er. Da müssen wir normalerweise reintappen können, in den. Der ist gerade aus einem Tunnel raus. Ich bringe ihn rein. Ich sehe ihn da vorne. Ich fange ihn ab. Ich habe ihn abgefangen. Ja, aber. Das konnte man ja auf jeden Fall nicht überall. Bremszug, bitte jetzt. Mach keinen Scheiß, ne? Aber man konnte es auf jeden Fall manchen, da bin ich mir zu 100% Alter. Sicher. Heilige Scheiße, das war auf jeden Fall 15 und so weiter auch. Ja, die Bremse, du musst richtig früh bremsen, weil der Teil. Ja. Bremst du wie ein Schiff, ne? Ah, ich war mit. Gerste, da! Aber wollen wir nicht vorher noch das komplette Feld abernten und dann erst auch wegfahren? Da wird sich doch eher lohnen, oder? Nein, Flo, weißt du warum? Weil da kann einmal ich fahren und einmal du. Ja. Schubsen muss es sein. Ah, dann müssen wir auf jeden Fall früh genug abfahren, die Kollegen. So. Was soll ich in der Zwischenzeit den einen Kollegen, den Helfer reintun? Den Drescher, ja.
Weil ich hole den dann schon gleich ein. Ja, dann lassen wir den Lindrad noch laufen. Dann kommen wir zum Bahnhof Silo West. Dann wird der Zug uns mal abhaut. Bahnhof Silo West, warte mal. Wie ist denn das? Da. Ey, bin da. Komm mal rüber hier auf die Seite. Also meinst du zum Ost? Ah ne, zum Ost, ja. Oh, sorry. Hallo? So, hier ist aber. Da hinten sehe ich dich auf deinen Namen. Komm mal vor zur Straße. Oh, der bremst jetzt echt wie ein Schiff. Lauf, ne? Ich steig aus und du steigst ein, dann mache ich den Helfer rein und ich fahre, okay? Okay. Ist der falsche? Flo, ich sehe dich verfahren, ne? Nein, ich roll nur. Also dann tschüss. Ich kann damit einsteigen. Doch. Was? Ja, ich bin neben dir. Warte, warte, warte. Oh, wir müssen den Helfer raushauen. Wieso? Also. Nein, der häckselt dich, Sau. Sorry. Aber ich kann nicht fahren. Aber ich kann ihn an sich. Wenn du mitfahren kannst, dann lass die Traktoren alle stehen. Farmer! Ich warte, nee. Wir rollen. Let's go, ne? Ah. Ich sehe dich auch, nicht, Mutti. Ich pack auch hinter der Wand. Ich kann. Yo, ich kann unter die Map schauen. So optimal. Aber von außen siehst du mich normalerweise. Nee, sehe dich nämlich auch nicht. Und da hock nur ich. Und keiner ist am Arm. Egal. Ist das ein Lenkrad? Es ist ein Lenkrad. Also, ich bin jetzt hinten beim Getreide. Ach man. Ich rutsche immer weiter hinter, ne? Also ich hab's irgendwie das Gefühl, wir müssen demnächst das Update machen. Oh man. Kann gut sein, ja. Hey, ich hoffe, wir überleben das, ne? Ich auch, Alter. Zum Schluss geht unser Hof rum. Wir steigen einmal mit dem Zug weg, ne? Dann geht der ganze Betrieb auf. Ganz neumodische, was sind das? Häuser, Hotels? Keine Ahnung. Man kann dieses Gebiet hier rechts auch kaufen für eine schlappe 600.000 waren es. Okay, wir sind fast außen, ne? Ja. Wir sind. Mal schauen, können wir da weiterfahren? Bisschen außerhalb und 3, 2, 1, Start. Ja, ich fahre noch mit, ne? Ich bin raus! Ich bin noch im Zug. Ich fahre jetzt in den Tunnel. Scheiße! Flo, steig um und fahr zurück, Alter! Warum? Weil ich bin draußen, ne? Ja. Steig um! Fix! Ne, warte, ich komm da gleich wieder vorne rum. Ich weiß aber du fährst jetzt nach Weltfront, ne? Ich weiß. ja. Ich glaube, das ist bis dahin noch auf keinem anderen Kanal. Da oben ist ein Zug. Da oben ist ein Zug. Ein IC. Nee. Bist du lang? Ich bin irgendwo außerhalb der Karte. Bin irgendwo da hinten. Also ich sehe da einen anderen Zug. Der sieht aus wie ein ICE, der wo über die Brücke fährt. Also ich bin... Ich komme gleich wieder irgendwann da hinten rum. Warte. Hey, du musst wieder kommen, ne? Ja, ich bin gleich wieder bei Bahn, Silo, Ost. Normalerweise ist doch das, was ich da vorne sehe, oder nicht?
Doch, normalerweise schon. Also. Ja. Ich fühle mich ein bisschen alleine hier, ne? Also. Das rollt der Zug nur noch oder fahrt der Flieger? Also er fährt. Ich habe zwar kaum noch ein Geräusch, ich bin meine Sachen, wir sind ziemlich langsam unterwegs, aber wir nähern uns dem Ziel. Wir haben keine Fehler bis dato, also wir haben es nicht kaputt gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich sehe dich da vorne rumfahren. Da oben ist ein Zug. Wir sind weg. Egal. Warte mal. Ich müsste jetzt. Nee, warte. Wo bin ich? Ich seh. Da! Da vorne bin ich! Hier ist der Weise. Wir sind jetzt gleich. Warte, sehe ich dich? Nee, warte, dieses Dreck auf meinem Bildschirm. Ich muss auf den anderen gucken. Habe ich auch einen Dreck? Oh Mann. Warte mal, da oben. Nee, so. Einmal wieder runterplumpsen. Also ich bin gleich wieder vorne. Ich fahre jetzt hier gerade durch dieses Gebäude, was auch immer das so ist. Also wir müssten gleich wieder. Ja, ich komme hier vorne gleich wieder raus. Haben wir Geld? Wir haben Geld gekriegt, ne? Ja. Ja, wir haben Geld gekriegt. Hä? Ich will das auch sehen. Ich finde es so weit sau unfair gerade, ne? Wir können das Geld dann gleich nochmal machen, dann darfst du einmal die Runde fahren. Beziehungsweise dann, wenn wir das nächste Mal im Zug wieder wegfahren. Also so sieht das Ganze, also so sieht die Ehren gerade außerhalb aus. Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Ich bin wieder in der Map. Da kommt er. Nee, warte, ich bin noch nie in der Map. In 3, 2, 1, ich bin in der Map. Ja. Ha, da ist er. Hallo. Da stand bremsen. Ich bin. Nein. Kann ich bremsen? Wir werden langsamer. Ich bin noch drin. Wir halten, wir stehen, ja. Fuck. Ich hab den Motor ausgemacht, er kann uns nicht mehr entwischen. Ich hab nur noch vom Motor ausmachen gehört, ne? Wo bist du eigentlich hin? Ich komm hier! Da ist er! Hallo! Jetzt mag ich mal Beifahrer sein, Alter. Sind wir stehen geblieben. So, jetzt fahren wir jetzt du, von mir können wir fahren. Ja, warte, das müssen wir in der nächsten Folge machen. Wir sind jetzt momentan nämlich für heute auch schon wieder fertig. Ja, wir machen das dann, wir nehmen ja gleich wieder die nächste auf und darf ja gleich wieder fahren. Ja, wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Es war eine leicht turbulente Fahrt, aber war gut, ne? Wie gesagt, kommt natürlich das die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Unten den roten Knopf, falls noch nicht getan, Rauch werden, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlingrad im Alpine DLC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Compass was wrong, and I'm still on my way. Crossing to where I belong. I'm still rolling the dice, praying.